So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren kurzen, langen, keine Ahnung, Aufnahme von, okay, Lakito Attacks wurde gerade von Rasierer gespielt oder irgendwann oder gerade jetzt, den Moment, das wäre ein super Zufall, das ist mein einziges Level, was ich jemals gebaut habe und es ist nicht gut, ich weiß nicht, warum man das spielt, aber ist okay, ich wollte in, oh Gott, wie ging das? In die Liste gucken. Nein. In die Liste von meinen... Ach, da oben muss ich, ne? In den Stern muss ich gehen. Was sich so Neues angesammelt hat. Um Gottes Willen, da wird so viel drin sein, was wir gar nicht alles spielen können. Aber ich will vor allem mir erstmal die Level von Sonne wieder angucken. Und sie ist ganz oben. Oh, das passt doch. Vom 25.03., das ist sogar ganz aktuell. Wir gucken mal, was sich da alles angesammelt hat. So. Seit ich das letzte Mal gespürt... Okay. Das geht doch sogar. Noch geht es. Noch geht es. Noch geht es. Okay, das ist überschaubar. Also sie hat mir schon geschrieben, sie könnte noch ein paar mehr hochladen. Okay, ich denke, das kriegen wir in einen Part unter. Wir gucken mal durch. Wir starten mal hier. Automatisches Level von Joris. Ja, das hat er mit 5 gebaut. Jetzt mittlerweile dürfte er schon etwas unternehmen. Wobei, 26... Achso, das ist... Ah, das ist ein Jahr her. 26.02.22 sehe ich jetzt erst. Huch. Okay. Dann geht's eine Reise... in die Vergangenheit. Okay, ich werde nichts drücken, wenn es automatisch ist, darf man ja nichts drücken. Jawohl, okay, das funktioniert. Ich wollte gerade fast einfach aus Reflex in diese Röhre gehen. Aber geht ja gar nicht. Ah, das war doch schön. Okay. Gibt natürlich jetzt hier nicht viel, was man sich noch angucken könnte. Insofern einfach abgeschlossen und fertig. So. Man kann es natürlich schneller spielen, ne? Deswegen die 16 Sekunden. Aber... Wie eigentlich... Das interessiert mich jetzt direkt wieder. Moment. Also, dass man sozusagen... Oh, Junge. Nee, hier komme ich nicht. Hier muss ich so durch. Hier können... Da dürfte man dann nicht so schnell... Okay. Okay, das interessiert mich. Interessiert jetzt natürlich wieder hier eine andere Zeit rauszuholen. Lass mich das kurz ein bisschen probieren. Nicht lange, nur ein bisschen. Wow. Nur ein bisschen. So. Also, hier... Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Ich glaube, den Anfangsskippen ist gar nicht so gut. Aber ich denke, ab hier kann man dann vor allem skippen. Ah. Dann gehe ich hier hoch, dann gehe ich hier... Ja, okay. Kann ich da... Nee, da muss ich eigentlich auch hier runter... Nee, ich glaube, so viel kann man gar nicht skippen. Oh, jetzt habe ich das in die Hand genommen. Oh, oh mein Gott. Hier passieren Dinge. Hier könnte man jetzt oben drücken. Ach nee, da muss ich ja unten. Eigentlich muss ich ja nur auf den drauf, ne? Und wenn ich auf den drauf bin, dann bin ich im Ziel. Genau. Wo ist die Zeit... Möglichkeit. Ich lass mal kurz den... Ich glaube, es ist nur am Schluss. Ich glaube, da geht nur am Schluss was. Also der Anfang hier, das ist... Ja doch, das ist... Das macht man ganz normal. Das macht man ganz normal. Hier könnte man ein bisschen schneller wahrscheinlich vor... Ja, hier ist der... Hier ist der Time Save. Ja. Vor allem, wenn man hier so dieses Fließband entlang fährt. Und dann hier auch oben rum. Das sind die zwei Time-Saves. Und dann hier halt einfach... Das passt dann, ne? So. Okay.
Okay, wir probieren das kurz aus. Wir probieren das kurz aus. So. Also, soweit lassen wir das noch laufen, alles. Alles cool. Und dann hier. Ah! Und dann hier hoch. Genau. Zack, zack, zack. Dann hier runter. Und dann hier oben rum. Ja. Ist jetzt noch nicht viel schneller. Ist jetzt noch nicht viel schneller, aber das in etwa dürfte die Richtung sein, wie man hier Zeit sparen kann. Aber gut, will ich jetzt nicht noch exzessiver ausprobieren. Ich wollte nur gucken, wo die Möglichkeiten sind. Das ist wahrscheinlich in etwa da. Ja, ich müsste noch 6 Sekunden rausholen. Okay, komme ich unter 20? Komme ich unter 20? Nein, ich will hier nicht rein. Ach Mist. Nein! Ah, den Sprung muss man schneller machen. Den Sprung muss man viel schneller machen. Den Sprung muss man, aber ich bin fast unter 20. Ich bin fast unter 20. Aber 4 Sekunden ist schon nochmal krass, ne? Also 4 Sekunden ist schon nochmal krass. Vielleicht doch hier am Anfang so ein bisschen darüber. Ah, verdammt. Ja, vielleicht. Also vielleicht kann man ja. Ist es. Die Frage ist halt, ist es so viel schneller? Das ist die Frage. Oh mein Gott. Das war in der Tat schneller. Nein, jetzt habe ich es wieder mitgenommen, ich Trottel. Ich will das doch gar nicht immer mitnehmen. Mist. Nein! Ah, verdammt. Das ist aber eine gute Möglichkeit. Das war gut. Das war gut. Das war super gut. Okay, das reicht mir. Das ist okay. Das ist okay. Das nehme ich. Ist immer noch nicht die 16, aber das ist okay. Wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Also das ist schon, ne, noch eine Sekunde und dann hätten wir es schon. Eine Sekunde und ein bisschen mehr. Aber okay, sehr schön. So, noch, okay. Noch ein automatisches Level. 22 Sekunden ist der Rekord. Ohne Hilfe allein gebaut. Wurde jetzt hier extra dazu geschrieben. Okay. Dann lege ich erstmal wieder meinen Controller weg und wir gucken uns das an. Wir gucken uns das erstmal an. Das heißt, das Auto muss man auf jeden Fall bekommen. Das Auto muss man sich auf jeden Fall holen.
Okay, der Weltrekord sollte zu knacken sein. Der sollte zu knacken sein. Da muss man ja nur an ein paar Stellen noch ein bisschen mehr Gas geben. Bis hierhin ist ja alles okay. Genau, hier kann ich jetzt ja abkürzen. Gut abgekürzt. Nein, jetzt fährt er, jetzt macht er selber das hier zum Ende. Oh, das ist jetzt schlecht. Okay, aber wenn ich dann das Auto hätte... Ja, doch, ich glaube, ich habe so ein paar Möglichkeiten. Aber so am Anfang hier kann ich eigentlich gar nicht so viel anders machen. Das passt eigentlich alles. So, jetzt hier. Okay. Einfach schneller in das Auto. Und jetzt Gas geben. Das war dumm. Oh mein Gott, wieso bin ich denn ausgestiegen? Wieso bin ich denn ausgestiegen? Ich muss ja mit Auto ins Ziel, ich Trottel. Nein, das war so gut. Oh, ich habe da noch eine Idee. Ja. Na, dass man da am Anfang einmal einen Sprung macht. Nein, ich kann nicht einsteigen, Mist. Aber der Sprung am Anfang, dass man die Treppe nicht hochläuft, sondern springt. Das ist natürlich ein guter Time-Save. Sehr schön. Genau so muss das. Und jetzt einfach nur Gas geben. Mist. Okay, wenn man ungünstig springt, geht's schief. Oh, das war super. Oh, das war richtig super. Jetzt bitte keinen Müll bauen. Nice. Sehr schön. Okay. Den Rekord soll jetzt erstmal jemand brechen. Der ist sicherlich noch brechbar, aber... Oh. Ich hab ihn nicht mal. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, dass das locker 2 Sekunden schneller war. Das war er noch nicht mal. Okay. Okay. Kann ich? Oh mein Gott. Okay, aber das ist der Safe schlechthin. Nein, ich muss da noch twirlen. Ich glaube, ich muss noch einen Twirl anschließen. Ich komme nicht ganz rüber. Yes. Großartig. Oh, ich könnte jetzt Probleme bekommen da hinten. Nein, ich habe gestoppt. Oh, nee. Oh, nee. Wenn man in dem Auto noch landen würde, wäre es noch ein größerer Time-Save, ne? Also das wäre noch optimal, aber man kann ja nicht alles haben. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt aber. Also, wenn das jetzt nicht, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ich meine, das muss jetzt so ein krasser Time-Save sein. Bitte was? Hä? What? How? Dieser ganze Teil hier
ist tatsächlich nicht schneller gewesen. Das ist ja unfassbar. Oh, hoppala. Ah, das ist ja unfassbar, dass das nicht schneller ist. What? Das hätte ich niemals gedacht. Dann muss ich wirklich im Auto landen. Ich muss wirklich im Auto landen. Hä? Das ist ja sick. Yes! Okay, komm, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bitte nicht gegen die Wand, bitte nicht gegen die Wand dotzen. Nice. Jetzt aber, oder? Das muss es doch jetzt sein. Das muss es doch jetzt sein. Yes. So, den Rekord soll jetzt jemand versuchen zu brechen. So. Ey, ich war bei dem ersten Mal echt überzeugt, dass es das gewesen wäre. Krass. Okay, ich muss mich aber ein bisschen jetzt hier mal nicht bei jedem Level ewig aufhalten. Ansonsten machen wir einfach mehrere Parts, warum nicht? Level von Joris für 4. Ach, das ist ein Multilevel. Okay, gucken wir uns an. Gucken wir uns an. Ist jetzt dann natürlich, wenn man es alleine spielt, nicht so sinnig, aber macht ja nichts. Okay. Wahrscheinlich fährt hier drüben irgendwas hoch. Genau. Ja, und so startet man das Level. Okay, let's go. Soweit ich weiß, ist es nicht schneller zu springen auf den Dingern, deswegen laufe ich da auch einfach. Upsa, okay, zack, 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 zack. Achso, okay, okay, das war kurz, aber nett. Da müssen wir dann auch nicht weiter. Oha. Okay. Wo habe ich den automatisch einfach mal mitgenommen in den Rekord? Dann wieder ein Automatiklevel. 10 Sekunden Weltrekord. Ihr wisst jetzt schon, was ich versuchen werde. I'm sorry. Oh Gott, auf den Kopf. Oha. Okay, jetzt wäre der eine, der schon... Ach, und da ist auch schon das Ziel. Okay, das ist... Oha. Ich habe eigentlich nur eine Möglichkeit gesehen für einen Time Save. Ich habe eigentlich nur eine Möglichkeit gesehen. Es ist... Leute, es ist unfassbar. Real Talk. Ich bekomme so selten E-Mails. Und schon als ich früher aufgenommen habe, habe ich immer während der Aufnahme eine E-Mail bekommen. Und jetzt das Gleiche. Das ist krass. So, ich kann bestimmt hier hoch. Genau. Und das sollte doch jetzt für den Rekord gereicht haben. Yes! So will ich das. Okay, sehr schön. Ein bisschen automatisch. Okay, ein bisschen automatisch nur. Neues Level von Joris. Wir sind im April 22 gelandet. Oha, 1 Minute 5 Weltrekord. Okay.
Wenn es nur ein bisschen automatisch ist, muss man uns das erstmal angucken. Aber wir probieren erstmal jetzt nichts zu drücken und gucken, was passiert. Okay. wie ging das? Ach, so ging das. Ich habe es komplett vergessen. Hätte ich da reingesollt? Oh Gott, ich... Ich hab die Steuerung komplett verwurstelt. Ja, da kann ich rein, okay. Nein, ich will da rein. Hui. Oh, da geht's nicht weiter. Aber schön, erstmal alle Kugeln kaputt machen. Geht's hier oben weiter? Oh, das ist auch wieder nur eine Sack. Ah! Eine Sack. Gasse. Oh. Okay, da geht's auch nicht weiter. Na, das war frech. Lass das mal offen. Also ich bin mir sicher, diese ganzen Dinger hier haben für... Oh, haben für den Automatikmodus irgendwas... Oh, ich muss da rein. Haben für das Automatikding was zu sagen. Weil ich glaube, wenn man das nämlich so laufen lässt... Ich glaube... Oh, ich hätte hier reingemusst, okay. Ich glaube, zu einem Teil kann man das wirklich automatisch laufen lassen. Da ist wieder ein schönes Herz. Und wir sollten uns jetzt dem Ziel nähern. Sonst habe ich ein zeitliches... Okay, sehr gut. Sonst habe ich ein zeitliches Problem. Jetzt wird mich aber natürlich auch reizen, was die andere Röhre macht. Jetzt wird mich natürlich auch die andere Röhre reizen, was da passiert. Die hier. Da kann ich doch auch rein. Ah, nee, hä? Ach so, mir fährt mit dem Auto eigentlich die Strecke. Aber mein Auto ist gleich kaputt. Okay, aber jetzt ergibt es ja doch. Also mit Auto ergibt das Ganze. Oha, jetzt wird's kritisch. Ja. Ich wollte gerade sagen, mit Auto ergibt das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Jetzt ist es aber auch kaputt. Aber hier kann ich auch nicht. Nee, also hier muss ich trotzdem normal jetzt spielen. Ja, okay. Deswegen eben so halbautomatisch. Ich verstehe. Ja, und jetzt geht's dann in die Zielröhre. Okay. Alles klar. Okay, schön. Sehr schön. Ich müsste noch 6 Sekunden, aber das ist jetzt, muss jetzt nicht sein. Wir schauen uns lieber noch das letzte Level an. Das aktuellste, und das ist jetzt, schaut euch das mal an. Wir machen hier einfach einen Sprung von über einem, nicht ganz, von 11 Monaten. 23.04.22 zum 25.03.23. Crazy. Okay. Und da ist er dann jetzt natürlich auch etwas... Das hat noch niemand! Das hat noch niemand! Ich bin der Erste, der das Level abschließen wird. Let's go!
Okay. Ah, nein, nein, die... Ja, doch, doch, war richtig. Yo! Yo! Was? Was zur Hölle? Nein, nein! Oha! Oha! Was ist passiert? Was ist passiert? Nein, ich komme nicht. Yo. Okay, das ist ein Kontrast. Moment, ich hab mich verheddert kurz an meinem Kabel. Eine Sekunde. So. Das ist okay. Ach Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Krass. Haben wir ja sogar eine richtige Herausforderung jetzt hier. Joris ist einfach plötzlich Kaiso-Ersteller geworden. So, okay, let's go. Nein! Okay, 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 okay. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ja! Yeah. Okay. Das ist Ziel. Also ich glaube, jetzt ist nur noch warten. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Aber ich brauche eine... Feuerblume. Okay, ich muss die Feuerblume noch finden. Aber die ist wahrscheinlich dahinter dann, oder? Davor kann es ja nicht sein. Ja, die muss dahinter sein. So. Also jetzt weiß ich, dass hier so ein Feuerding hochkommt. Ah, hier wird's ausgelöst, das Feuerteil. Weil das Feuerding das Ding hier auslöst, ja. Oh nein, ich komm da nicht durch. Oh Gott. Oh, das muss ich gut timen. Oh je. Yes. Und jetzt kann ich hier die Röhre rein und hol mir hier die Feuerblume, oder was? Oha, was passiert hier? Will ich da rein? Oder hätte ich den... Ich hätte den werfen wollen wahrscheinlich, ne? Oh, ich glaube, das war falsch. Ah, ich kann den noch werfen. Aber... Hier? Scheiße. Das muss ich mir erstmal in Ruhe angucken. Ah, das Ding geht weg. Ah, jetzt kann... Oha. Jetzt kann ich zu dem... Okay, jetzt kann ich hier hin. Theoretisch könnte ich noch das Skelett haben. Die Frage ist, brauche ich's? Okay. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber ich will ja eine Feuerblume. Oh, okay. Wie komme ich da hoch? So, Feuerblume. Da ist sie. Oh mein Gott. Yo. Richtiges Rätsellevel. Okay, das war krass. Jetzt holen wir aber da noch eine bessere Zeit raus. Nice. Das war richtig cool. Jetzt holen wir da auch noch eine bessere Zeit raus. Das zumindest ein bisschen. Weil aktuell die Zeit kann man sehr schnell brechen, ne? Aber ein bisschen Herausforderung soll für den Weltrekord schon sein. Sehr gut. Sehr gut.
Sehr gut. Ah, die springen auf Anhieb. Das schmeckt. So, problematisch wird es hier durchzulaufen. Da muss ich halt schauen, dass ich das wirklich gut hinkriege. Let's go. Ah, Mist. Let's go. Ah, Mist. Let's go. Okay, sehr gut. Nein, geh rein. So. Nein, ich hab wieder ausgelöst, ich Trottel. So, jetzt. Zack. Und... So. Weil jetzt kann ich ja aus dem Ding raus auch den setzen. Ah, das war nicht so gut. So, let's go. Ah, dann kommt man hier nämlich viel schneller hoch. Sehr schön. Okay, damit bin ich zufrieden. Ist noch ausbaubar, ganz klar. Ich habe ein paar Sachen, an ein paar Stellen habe ich gedingst. Weißt du schon? Aber sehr cool. Wow, das war ein richtig cooles Level. Nice. Okay, dann haben wir erstmal aufgeholt. Dann kannst du jetzt, Sonne, die nächsten Level hochladen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.